Sie sind hier, 3. November 2018, 17.40 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Gafur Rahimo ist neuer Präsident der Amateurboxer Urheberrecht Imago Moskau. Der US-Beke Gafur Rahimo wird zum Präsidenten des Amateurbox-Weltverbands gewählt. Da er in Heroinhandel verstrickt sein soll, droht das IOC mit Konsequenzen. Der Amateurbox-Weltverband AIBA hat den umstrittenen usbekischen Geschäftsmann Gafur Rahimo trotz eindringlicher Warnungen des Internationalen Olympischen Komitees IOC zum Präsidenten ernannt. Beim Verbandskongress in Moskau erhielt der 67 Jahre alte bisherige Interimspräsident am Samstag in der zweiten Wahlrunde 86 von 134 Stimmen der Delegierten. Einziger Gegenkandidat Rahimovs war der frühere kasachische Boxer Serik Konatbayev. IOC droht mit Konsequenzen. Rahimovs Wahl könnte weitreichende Konsequenzen für den hochverschuldeten Verband haben. Das IOC hatte der AIBA im Vorfeld der Wahl mit dem Ausschluss von den Olympischen Spielen 2020 in Tokio gedroht, falls Rahimo zum Präsidenten gekürt würde. Der Grund: der zwielichtige Rahimo soll in Heroinhandel verwickelt sein und wurde vom US-Finanzministerium als einer der führenden Kriminellen Usbekistans bezeichnet. Eine Reaktion des IOC auf die Wahl Rahimovs stand am Samstagnachmittag zunächst aus. Gegenkandidat wurde erst nach CAS-Urteil zugelassen. Gegenkandidat Konatbayev zeigte sich nach der Wahl extrem enttäuscht und kündigte an, weiter für Reformen und die Rettung des Boxens kämpfen zu wollen. Der 59-Jährige war erst am 30. Oktober durch den Internationalen Sportgerichtshof CAS zur Wahl zugelassen worden. Das Wahlkomitee der AIBA hatte ihn zuvor ausgeschlossen, weil er die nötigen Unterstützerbriefe von 20 nationalen Verbänden angeblich zu spät eingereicht hatte. Lesen Sie auch: Boxverband AIBA vor dem K.O. Deontay Wilder schockt mit Waffeninterview vor WM-Kampf gegen Tyson Fury von Sportinformationsdienst.